Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen hier zur Jahrestagung des Bundes Ökologischer Lebensmittelwirtschaft. Vielen hier im Raum ist der Verband mit Sicherheit schon ein Begriff. Für alle diejenigen, bei denen es noch nicht der Fall ist, noch kurz zur Erklärung. Wir sind alle die Landwirte, die Verarbeiter, die Händler versammelt, die sich eben mit der Herstellung ökologischer Lebensmittel und ihrem Vertrieb beschäftigen. Nun, sollte man meinen, ökologisch hergestellte Lebensmittel, das müsste ja eigentlich heutzutage ein Selbstläufer sein. Ich meine, wir haben hier blendende Umfragen für die Grünen, stabil über 20% in der Sonntagsfrage. Wir reden über Fridays for Future, wir reden über Klimaschutz, die Große Koalition macht scheinbar nichts anderes mehr. Es gibt auch Umfragen, wonach 3/4 der Deutschen zumindest gelegentlich Bio-Lebensmittel kaufen. Also, das klingt ja alles ziemlich positiv. Allerdings ist der Anteil der ökologischen Landwirtschaft, sowohl was die Fläche angeht, als auch was die Betriebe angeht, nur noch so um die 10% an der gesamten Landwirtschaft. Was die Verkaufserlöse angeht, ist es noch ein bisschen weniger. Es gibt also noch Luft nach oben und genau über diese Luft nach oben wollen wir heute sprechen und schauen, wie man da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen könnte. Frau Röder hat gerade schon die drei Panel des Tages angesprochen. Kurz zum Ablauf. Wir werden immer einen kurzen Impuls haben. 5 Minuten wird ein Teilnehmer hier eine sehr persönliche, vielleicht auch ein wenig ungewöhnliche Perspektive auf das jeweilige Thema geben. Also bitte nicht irritiert sein, sondern lassen Sie sich darauf ein und mich ein bisschen überraschen. Danach werden wir hier auf dem Panel diskutieren, in größerer Runde, so knapp eine Dreiviertelstunde. Ein Platz, der 6. Platz dort, ist der sogenannte Fishbowl-Platz. Der ist für einen Vertreter aus der Politik reserviert. Leider ist, ich glaube, ist Herr Ostendorf schon da. Bislang habe ich nur Frau Tagmann gesehen von den Linken. Aber im Laufe des Nachmittags kommen dann hoffentlich noch ein paar mehr, nämlich eingeladen sind und hoffentlich dann auch im weiteren Verlauf des Tages sprechen dazu. Der Albert Stegemann, agrarpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Rainer Spiering, der für die SPD und das Osnabrücker Land im Bundestag sitzt. Gero Hocker, der von der FDP kommt, FDP-Kreisverband Werden. Frau Tachmann ist zum Glück schon da, herzlich willkommen. Die agrarpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag und Friedrich Ostendorf von den Grünen, der auch im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft sitzt, kommt dann noch dazu. Die Regel ist so, wir fangen quasi an zu diskutieren und wann immer es einen Politiker drängt, sich zu Wort zu melden, ist dieser Platz für ihn oder für sie reserviert. Und die Politiker können sich dann gegenseitig hoffentlich auch abklopfen und sich des Platzes verweisen und das Wort ergreifen. Und wir hoffen, dass sie davon rege Gebrauch machen. Zu guter Letzt natürlich auch Sie als Publikum, entweder hier im Saal oder auch draußen an den Bildschirmen, sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Es gibt einen Twitter-Hashtag namens BÖLW-Tagung, in einem durchgeschrieben und mit dem Hashtag-Zeichen davor. Über den können Sie Ihre Fragen hier einreichen. Der Friedhelm von Mehringen, der da im Publikum sitzt, sammelt die Fragen und wir werden die dann in die Diskussion einbringen und zum Ende natürlich dann auch Publikumsfragen oder also was immer Ihnen dann auf der Seele brennt. Sie werden das los. Zu guter Letzt auch noch der Hinweis, wir werden ein grafisches Protokoll dieser Tagung haben. Das da drüben ist Magdalena Wiegner, genau, die das Ganze hier zeichnerisch, alles worüber wir hier reden, aufzeichnen wird. Und genau, es wird dann nachher auch bereitstehen und zum Staunen und zum Weiterdiskutieren hoffentlich anregen. Gut, damit genug der Vorrede. Wir beginnen mit unserem ersten Panel. Fridays for Future und dann, wie Landwirtschaft und Klima zum Dream Team werden, ein sehr hoffnungsvoller Titel. Der Impuls kommt in diesem Fall von Leonhard Stephan von der Berliner Fridays for Future Bewegung. Ja, hallo, ich bin der Boden. Und wisst ihr was, für euch ist diese Erde so riesig groß, aber aus einer anderen Perspektive ist sie eigentlich nur so ein winzig kleiner Punkt im Universum. Und genauso gibt es auch wieder aus eurer Perspektive winzig kleine Punkte auf dieser Erde. Zum Beispiel eine Hand von mir, eine Handvoll Boden, für euch nichts Besonderes. Aber in dieser Handvoll Boden leben mehr Lebewesen, als Menschen auf dem ganzen Planeten leben. Da ist es doch ein bisschen erstaunlich, dass der Mensch so sehr aus seiner ursprünglichen Rolle herausgegangen ist und mittlerweile denkt, die ganze Welt würde sich nur noch um ihn drehen.
Ja, und so arrogant, wie der Mensch nun mal ist, wird er sich jetzt fragen, ja, na gut, kann sein, es gibt diese anderen Welten, aber was habe ich denn jetzt damit zu tun? Na ja, ganz einfach. All diese Welten beeinflussen sich gegenseitig. Und ihr könnt nirgendwo eingreifen, ihr könnt nichts beeinflussen, ohne auch gleichzeitig 100 oder 1000 andere Dinge über verschiedenste Ecken und Kettenreaktionen zu beeinflussen. Ihr könnt Wölfe jagen und einen Fluss versiegt, aber ihr werdet es nicht verstehen, denn ihr habt verlernt, der Natur zuzuschauen. Und ihr redet jetzt über Klimawandel und über Kohlenstoff, aber wisst ihr denn nicht, denn dass in meinen obersten Bodenschichten mehr Kohlenstoff gespeichert wird, als in der gesamten Erdatmosphäre und Vegetation zusammen? Über 1000 Milliarden Tonnen. Ja, wenn ich Kapitalist wäre, dann würde ich mich dafür fürstlich entlohnen lassen. Dann würde ich mehr Zertifikate ausstellen als jedes grüne Unternehmen. Ich wäre ein richtiger Big Player im Global Business. Aber ich bin kein Kapitalist oder was ihr euch noch so für Wirtschaftsform, Ideen oder andere Sachen ausdenkt. Schon lange nichts im Gegenzug, außer ein respektvolles Zusammenleben. Aber selbst das habt ihr in eurer Gier verwehrt. Und ja, genauso wie euch eure Ärzte sagen, dass ihr euch gesund ernähren sollt, dass ihr kein Gift in Form von Cola oder Pizza in euch reinlassen sollt. Genauso soll auch ich mich gesund und vielfältig ernähren, um groß und fit zu werden. Und ja, was bekomme ich im Gegensatz? Ackergifte und Glyphosat. Das kann man sich selber denken. Aber jetzt fragt ihr euch schon wieder, warum? Was habe ich denn davon, dass es dir gut geht? Na, eigentlich ist mir diese Diskussion ein bisschen aus der falschen Richtung gedacht, aber ich lasse mich mal darauf ein. Und es ist wie beim Klimawandel, dass kleine Unterschiede einen riesigen Einfluss haben. Denn 1% mehr Humustiefe, die nehmt ihr mit dem Auge gar nicht wahr, da lauft ihr einfach drüber. Aber für die Speicherkapazität, bei den Unmengen an riesigen Flächen, die ihr habt und die beeinflusst werden, macht das einen riesigen Unterschied. Und deswegen helft mir doch einfach, gesund zu bleiben. Lasst das Haferspreu mal liegen, unterpflügt den Ölrettich, sodass auch die Bakterien mal Hallo sagen können. Lasst die Natur doch einfach mal Natur sein lassen. Lasst den Boden doch einfach mal Boden sein lassen. Dann wird er euch immer noch genügend Ernte schenken. Natürlich, ihr könnt mich auch weiter ausbeuten, aber dann müssen halt eure Kinder und Enkel mit den Konsequenzen leben. Denn die sind eigentlich auf einen intakten Boden angewiesen. Und schon wieder sehe ich Fragen im Gesicht, ja, was können wir denn besser machen, dann sind doch auch die Hände gebunden, aber es gibt doch die Menschen, die es besser machen. Es gibt doch die Menschen, die sich für ökologische Landwirtschaft einsetzen. Es gibt doch die Bauern, die sich dafür einsetzen, die Vertriebe, die sich dafür einsetzen. Unterstützt sie doch einfach mal. Macht ihnen das Leben nicht unnötig schwer. Kauft bei ihnen ein. Macht Gesetze in ihrem Interesse. Denn, ja, sie handeln im Interesse aller. Ich träume nicht davon, dass ökologische Landwirtschaft mal ein ganz großes Thema wird. Nein. Ich träume davon, dass es irgendwann gar kein Wort mehr für ökologische Landwirtschaft gibt. Weil es ganz selbstverständlich ist, dass es die einzige Landwirtschaft gibt. Weil es die einzig langfristige Alternative ist, nachhaltig und ökologisch mit der Natur umzugehen. Doch so lange denkt ihr Menschen nicht. Ihr denkt bis an das Monatsende, wenn das Geld im Beutel klimpert, oder bis zur nächsten Wahl. Doch ich denke an die nächsten Generationen, die auch noch auf diesem Planeten leben müssen und die auf einen intakten Boden angewiesen sind. Klar könnt ihr jetzt den letzten Cent aus mir herauspressen, aber dann werdet ihr auch das letzte bisschen Kohlenstoff aus mir rauspressen. Und ich kann damit auf Dauer leben. Die Frage ist nur, ob ihr das auch könnt. Dankeschön. Ja, ein Ermüdungseffekt, gute Frage, weil liegt auf jeden Fall nahe, dass, ich meine, wenn man sich die Entwicklung der Vergangenheit anschaut, vor einigen Jahren, da gab es so ein paar komische Ökospinner, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben. Und jetzt auf einmal wird an jeder Stelle selbst von den, ja, nennen wir es beim Namen, eigentlich den rückwärtsgewandten Konzernen selbst Werbung mit Nachhaltigkeit gemacht. Also es
hat sich so viel getan in der letzten Zeit und die Politik scheint da noch nicht ganz mitzuziehen. Das ist irgendwo frustriert, auf jeden Fall, aber ermüden würde ich nicht sagen, weil es macht sich was in der Gesellschaft breit und dafür bin ich sehr dankbar. Frau Benning, wie ist das bei Ihnen? Sie haben, Leonard Schiffern hat es ja gerade schon angesprochen, wie ist Ihre Zufriedenheit jetzt mit der aktuellen Landwirtschaftspolitik? Haben Sie das Gefühl, da tut sich schon viel oder ist das letztlich genau wie es schon die letzten Jahrzehnte war? Es tut sich sehr viel auf der Diskussionsebene, aber bei den Handlungen, da fehlt es doch deutlich. Wir müssen die Klimaemissionen radikal reduzieren. Allein schon, um die Ziele für 2030 zu erreichen, müssen Klimaemissionen in der Landwirtschaft um ungefähr 14, 15 Millionen Tonnen pro Jahr reduziert werden. Der 10-Punkte-Plan, den das Bundeslandwirtschaftsministerium dafür zugesehen hat, trägt die richtigen Überschriften und hat keine Inhalte, die uns da hinführen. Hier muss so stark nachgebessert werden und dafür braucht es den Druck. Den Druck von der Straße, den Fridays for Future ganz neu ermöglicht hat, den Druck der NGOs, den Druck des Zusammenhalts derer, die damit wirtschaften können, wie zum Beispiel die Mitglieder des Bundes Ökologische Wirtschaft. Denn hier hat sich gezeigt, man kann mit ökologischen Maßnahmen hervorragend Geld verdienen. Und so soll es auch sein, denn wir wollen ja, dass die Lebensmittelwirtschaft gedeiht. Nur es muss im Rahmen der planetaren Grenzen geschehen. Und da müssen wir gemeinsam Druck entfalten, denn noch ist die Politik weit davon entfernt, die notwendigen Maßnahmen zu machen. Und Ermüdungserscheinungen, glaube ich, können wir uns nicht leisten, denn in anderen Erdteilen steigt bereits das Wasser so stark, dass Bauern und Bäuerinnen, aber natürlich auch Bevölkerungsteile von steigenden Meeresspiegeln existenziell bedroht sind oder in ariden Zonen existenziell bedroht sind. Zum Teil gilt es ja auch für manche Bundesländer in Deutschland. Frau Rapior, Sie vertreten ja hier die Interessen der Jungen im BUND. Und ich frage mich, braucht es jetzt eine neue Generation, die dieses Thema jetzt antreibt? Und warum sind die Jungen heute die Sensibler, was dieses Thema angeht, obwohl es ja für viele im alltäglichen Leben noch gar nicht so sehr greifbar ist? Ich finde es im Allgemeinen ziemlich frech, dass man auf die junge Generation hofft und wartet. Und ich höre es immer wieder aus Wirtschaft, aus Politik, ja, es gibt Hoffnung, die junge Generation macht das schon. Und ich finde das richtig frech. Also erstmal werde ich auch gefragt, ja, was macht man in der Landwirtschaft? Ja, woher soll ich das denn wissen? Ich meine, und ich habe das Gefühl, also das Zitat, es ist doch alles gesagt, ja, ich habe eigentlich schon alles gesagt. Ich kann immer nur appellieren, oder wir als Jugend können nur appellieren, dass wir gerne auf einem intakten Planeten mit einem intakten Boden leben würden. Und die Entscheidungsträgerinnen sollen bitte das ermöglichen. Fertig. Zunächst noch an Herrn Gerber die Frage, die Landwirtschaft ist ja sowohl ein CO2-Emittent als auch gut für den Klimaschutz. Ist die Landwirtschaft eher die Lösung oder eher das Problem? Ja, heutzutage beides. Die Landwirtschaft ist Täter, insofern als dass sie vor allen Dingen über Stickstoffemissionen eben wesentlich auch zum Klimawandel beiträgt. Und sie ist aber gleichzeitig eben auch die Lösung, wenn sie richtig gemacht wird. Und der Ökolandbau macht das vor. Es gibt eben Studien, die gerade zeigen, dass der klassische Betrieb, wie wir uns ihn im ökologischen Landbau idealerweise vorstellen, nämlich als Gemischtbetrieb mit Viehhaltung, dass das die klimafreundlichsten Betriebe sind. Warum? Weil diese Betriebe eben jene sind, die den Kohlenstoffspeicher im Boden aufbauen. Und weil sie eine flächengebundene Tierhaltung haben. Das heißt, es werden nicht mehr Tiere gehalten, als die Fläche ernährt. Und es ist eben gerade nicht so, dass die Kuh im Prinzip mit ihrem Kopf in Südamerika steht und dort frisst und mit ihrem Hintern in Europa und dort scheißt. Sondern das ist eben ein geschlossener Kreislauf auf dem Betrieb selbst. Und insofern ist die Lösung klar, wann Klima und Landwirtschaft eben auch zu einem Dream Team werden.
Vielleicht vertiefen wir als erstes mal dieses Thema, weil die Kuh ja auch gerade schon angesprochen wurde. Es gab ja in jüngster Zeit auch diverse politische Debatten darüber, ob man die Nutztierhaltung in Deutschland reduzieren sollte, ob es sowas wie eine Fleischsteuer geben sollte. Wie stehen Sie als Verband dem gegenüber? Ja, im Prinzip habe ich schon angedeutet. Also wir hätten mit einer sehr einfachen Maßnahme, die natürlich nicht von heute auf morgen umsetzbar ist, aber in einem Stufenplan, denke ich, kann man relativ schnell vorankommen. Diese Lösung wäre, dass man tatsächlich sagt, die Tierhaltung muss flächengebunden sein. Damit würde man eine ganze Reihe von Problemen lösen. Man würde die Stickstoffemissionen reduzieren, man würde den Fleischkonsum reduzieren, also auch sozusagen, man würde der idealen Ernährungspyramide damit näher kommen. Man würde die Stoffströme im Kreislauf halten und man würde im Übrigen auch zu vernünftigen Produktionsgrößen kommen. Also das Thema Milchüberschuss und niedriger Milchpreis wäre damit auch gelöst. Wir sehen ja anders. Gibt es da Zustimmung? Flächen, eine Begrenzung der Tierzahl pro Fläche? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen mit der Tierzahl herunterkommen. Und auch hier gibt es wieder schöne Worte. Es wird viel gesprochen über ein Tierwohl-Label. Allerdings steckt wenig dahinter. Wenn wir, wie wir alle miteinander fordern, die Bauern, selbst die konventionellen Bauern, die Bios, die Umweltverbände, die Verbraucherschutzverbände, alle fordern eine verbindliche Haltungskennzeichnung, weil wir davon ausgehen, dass es den gleichen Effekt hätte wie schon bei der Eierkennzeichnung. Dort hat seit 2004 gibt es diese Eierkennzeichnung und sie hat Berge am Markt. Wir haben Marktanteile für Käfigeier, analog zur Massentierhaltung, die wir sozusagen vermeiden möchten im Regal, im Supermarktregal. Seitdem man das Käfigei erkennen kann, ist der Marktanteil auf unter 1% gesunken und 99% der Verbraucherinnen und Verbraucher greifen zu Eiern aus alternativen Haltungen. Die können ja auch immer noch besser werden. Aber selbst da gibt es den Trend, dass Bio und Freiland Marktanteile dazu gewinnen, obschon sie erheblich teurer sind, also nicht teurer, sondern erheblich im Preis höher liegen als Bodenhaltungseier und ihre Marktanteile legen weiterhin zu. Und das zeigt, welche Macht eine Kennzeichnung am Markt hat, um Menschen zu ermöglichen, bessere Tierhaltung zu kaufen. Und bessere Tierhaltung ist deshalb so klimawirksam. Wenn ich den Tieren doppelt so viel Platz im Stall einräume, dann habe ich nur halb so viele Tiere. Und genau das ist das Ziel, wo wir hinkommen wollen. Eine Halbierung der Tierhaltung wäre aus Klimaschutzsicht geboten. Wenn ich das kurz kommentieren darf. Ich glaube, ich hätte das so ähnlich gesagt. Und das ist ja auch das Problem, oder? Wir würden ja alles Gleiche sagen. Wir haben alle in Agrarklasse gelesen. Es ist ja jetzt nichts Neues, was wir hier predigen. Ja, wir brauchen eine Kennzeichnungspflicht für alle Tierprodukte. Ja, und jetzt? Also, hier, der Stuhl ist frei. Ich wollte nur nicht gleich so einsteigen, aber gerne, also ich habe da gar kein Problem. Zum Ersten, ich würde gerne darum bitten, nicht von die Politik zu reden. Weil die Politik gibt es genauso wenig wie die Landwirtschaft, die Ökos oder was weiß ich. Es ist ja Gott sei Dank auch ein demokratisches Prinzip, dass es da auch einen Ideenwettstreit geht. Und ich teile komplett eure oder ihre Ungeduld. Weil die Ungeduld habe ich auch. Ich bin seit 2005 im Deutschen Bundestag. Ich weiß, was ich alles beantragt habe, was wir alles diskutiert haben. Zum Teil haben wir das auch mit den Grünen gemeinsam gemacht, weil wir gesagt haben, warum sollen wir nicht gemeinsam Anträge stellen an den Stellen, wo wir uns einig sind, weil es geht ja nicht um Konkurrenz allein, sondern es geht um die Sache an sich. Und gerade bei der Tierhaltung haben wir zum Beispiel schon vor einer vergangenen Wahlperiode beantragt, die Deckelung von Tierbeständen am Standort, in der Region, genau an die Fläche zu binden, zu gucken, dass man auch, das ist jetzt ein Thema, dass man die Tierbestände nicht nur insgesamt reduziert, sondern auch anders verteilt. Weil das geht zum Beispiel in der Düngeverordnungsdiskussion völlig unter, dass wir ein strukturelles Problem haben, indem wir nämlich einige Regionen haben, wo es viel zu viel Tierhaltung gibt. Ich komme aus Brandenburg, da sind wir unterdessen am Limit, weil wir das, was Sie gerade erzählt haben, dass landwirtschaftliche Tierhaltung auch zum Stoffkreislauf dazugehört, regional teilweise gar nicht hinkriegen. Aber gleichzeitig Bestände von 60.000 Schweinen an einem Standort haben. Das ist absurd. Ich bin Tierärztin. Ich weiß, was es bedeutet, wenn da afrikanische Schweinepest in der Region mal irgendwie ein Thema wird. Ich möchte nicht in der Haut der Veterinärbehörden vor Ort stecken, die dann so einen Bestand
keulen müssen. Also deswegen gibt es an ganz, ganz vielen Stellen wirklich dringenden Handlungsbedarf, aber die Opposition muss das thematisieren, muss das auch voranbringen, übrigens auch mit der Herkunftskennzeichnung Reinhold. Wir wissen das, wir haben schon lange in der Diskussion. Wir haben gefordert, dass es eine verbindliche Kennzeichnung gibt, auch der wissenschaftliche Beirat hat das gefordert. Also insofern, wir können nur gemeinsam, und das ist jetzt wirklich ein Appell, der wichtig, glaube ich, wichtig ist nach meiner Erfahrung, wir können nur gemeinsam den Druck weiter erhöhen. Indem nämlich tatsächlich nicht die Politik angeklagt wird, sondern die, die leider handelt, die leider regiert und die leider im Moment noch die Mehrheit hat. Aber ein paar Landesregierungen sind sie ja. Ja, ja, und da kämpfen wir genauso. Ja, das ist das, exakt. Weil die Auseinandersetzung muss man auch vor Ort führen. Und ich weiß aus Brandenburg, mit wem wir da zu tun hatten. Und dass es sehr, sehr schwer war, gegen diese SPD tatsächlich das hinzukriegen. Und ich hätte mich sehr gefreut, wenn wir Rot-Rot-Grün in Brandenburg hingekriegt hätten, weil dann hätten wir tatsächlich da richtig Dynamik reingekriegt. Ob das jetzt die andere Koalition kriegt, ist offen. Aber ich sage auch ganz klar, es geht darum, um was zu verändern. Mir geht es wirklich nicht darum, jetzt zu sagen, die waren schuld oder die waren schuld, sondern wir müssen gemeinsam an einem Strang ziehen in die gleiche Richtung. Und dann können wir den Druck auch aufbauen. Aber es ist halt, wir brauchen die anderen in der Mehrheit. Sind sie aber auch teilweise zugestimmt. Wo ist denn? Ich sehe nicht auch Herr Albert Stegemann von der CDU. Ja, gut, das ist ja, schade. Dessen Mann habe ich mir jetzt gerne gehört. Aber vielleicht betreiben wir ja auch nochmal ein bisschen Ursachenforschung. Im Moment ist es ja so, dass jetzt gerade beim Biofleisch der Marktanteil an den, am Absatz gerade mal 2% ist. Also viele Menschen, die Bio kaufen, kaufen vor allem Obst, Gemüse, Bio und Bio-Qualität. Beim Fleisch ist der Anteil sehr geringer. Woran liegt das? Also es gibt ja schon heute die Möglichkeit, dass viele es machen könnten. Es ist ja auch sichtbar. Warum? Also was ist die Hürde, das zu tun? Ja, jetzt mal so eine ganz unprofessionelle Meinung oder Einschätzung dazu. Das ist natürlich bestimmt auch was mit dem Preis zu tun hat. Also ich meine, auch als Student hat man natürlich mit vielen Studenten zu tun. Und natürlich spielt ja der Preis eine Rolle. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Hauptfaktor, sondern der Hauptfaktor ist, dass wir einfach angefangen haben, Ernährung als was Falsches einzuschätzen. Und zwar etwas, das wir so billig und so schnell wie möglich immer bekommen wollen. Und es halt nicht mehr das wertschätzen, was es ist, und nicht mehr wertschätzen, wenn wir uns das kaufen. Und es ist natürlich auch für jeden sehr attraktive Arbeit. Aber dann fängt man an, ganz anders damit umzugehen. Und wenn man dann sagt, man will sich jetzt mal Fleisch kaufen und sieht, was da alles passiert sein muss, damit das dann irgendwo dann im Regal steht oder so, dann ist der gleiche Preis, kommt immer auf einmal nicht mehr so hoch vor, einfach weil man einen ganz anderen Blickwinkel hat. Und ich glaube, das ist die wirkliche Ursache dahinter. Ja. Vielleicht darf ich das ganz kurz ergänzen, denn wir haben in diesem Frühjahr eine Untersuchung gemacht von German Watch zu Antibiotikaresistenzen auf Hähnchenfleisch. Und ich wollte vorher mal wissen, wie hoch ist der Anteil an Fleisch aus alternativen Haltungen und Bio in den Regalen der Supermärkte, und habe eine systematische Abfrage bei allen Händlern gemacht und habe keine verwertbaren Antworten erhalten. Dann sind wir in 12 Großstadtregionen in die Supermärkte und Discounter gegangen und haben gezählt. Und man muss sagen, die Verfügbarkeit ist nicht da. Es gibt kein Fleisch aus Stufe 3 und 4 in jedem Supermarkt. Es gibt kein Biofleisch in den Regalen. Das heißt, Verbraucherinnen und Verbraucher können in diesem Augenblick nichts dafür. Es wird nicht angeboten. Und dann kommt noch hinzu, wenn man etwas... Also man findet ein argumentieren wahrscheinlich, dass es nicht nachgefragt wird, also bieten wir nicht an, weil es sonst liegen bleiben wird. Und dann stellt sich noch die Frage, letzte Woche habe ich mit den Discountern und einem Bio-Schweine-Erzeuger zusammengesessen, und der sagte, komisch, ich kriege für mein Biofleisch von euch statt der 1,60 Euro, die ein konventioneller im Jahresschnitt kriegt, 3,60 Euro. Warum ist das Fleisch im Regal? Warum kostet Bio bei euch 30 Euro das Kilo und konventionell 10 Euro? Warum bin ich dreimal so teuer, obschon sich das in den Erzeugerpreisen nicht widerspiegelt? Auch hier haben wir in der Preisgestaltung durch den Handel alles ausgenutzt, nämlich die Zahlungsbereitschaft einer kleinen Schicht und nicht die Nachfragemacht einer größeren Schicht. Und daher glaube ich, an dieser Stelle brauchen wir dringend den Druck der Straße und andere Vertriebswege. Man kann inzwischen auch Ökofleisch im Internet kaufen. Ich möchte das empfehlen. Ich möchte Ihnen empfehlen, konzernfrei einzukaufen.
Darf ich da, ich weiß ja gar nicht, es drängt sich, aber darf ich kurz bei Leonard, Stefan und Miriam Rapp nochmal nachfragen, wie ist Ihr Kaufverhalten? Also wie viel Bio kaufen Sie, um Ihr tägliches Leben zu beschreiben? Und um ehrlich zu sein, ist es schon wieder so eine Frage. Man schaut immer auf Individuen und wie ich jetzt esse. Also ich bin Vegetarierin seit vielen, vielen Jahren, aber es kann doch jetzt auch keine Rolle spielen, ob ich jetzt Vegetarierin bin hier und welchen BOD-Shirt anhabe oder nicht. Find das also, auch da ist die Erwartung ja so, wir haben zwar jahrzehntelang Fleisch gegessen, aber ist die junge Generation jetzt vegetarisch? Nö. Also so, und ich finde eigentlich, was Leonard angesprochen hat, ganz gut, dass man sagt, muss ich doch als Gesellschaft auch die Frage stellen, wie wollen wir langfristig die Landwirtschaft gestalten? Und vielleicht muss man sich dann dafür entscheiden, dass Massentierhaltung nicht dazu gehört. Und das hat damit die Kennzeichnungspflicht, das ist eine Schritt, um irgendwie Anreize zu setzen, dass die Konsumenten sich umentscheiden. Aber eigentlich sollte man doch als Konsumenten nicht mehr die Wahl haben. Ja, ich würde mich da direkt nochmal anschließen, weil ich bin zum Beispiel kein Vegetarier. Ich esse zwar zugegeben realistisch kaum Fleisch, aber ich habe mich nicht bewusst dafür entschieden, jetzt vegetarisch zu leben. Das ist eher so ein Prozess. Und wenn ich dann auch nochmal total Lust auf Fleisch essen, dann tue ich es auch, um mich da erstmal zu outen. Dass nicht die ganze junge Generation sich so gut verhält. Aber um auf den zweiten Punkt weiterzumachen, es ist tatsächlich so, wir gehen immer auf das persönliche Verhalten, und ich war, als ich bei meiner ersten Wir haben es satt Demo war, da war ich total begeistert davon und dachte, boah ja, Einkaufen ist Politik, perfekt, genau so ist es. Hab darüber nachgedacht und war auch noch eine Weile danach überzeugt, und irgendwann habe ich gemerkt, ja, es gibt eine ganze Menge Menschen, die so denken und die sich ziemlich gut verhalten. Und auch bei Fridays for Future ist Eigenverantwortung ein verdammt großes Thema. Es wird eigentlich auf allen Demos, gibt es immer Redner, die über Eigenverantwortung sprechen. Es gibt mittlerweile eine ganz breite Gesellschaft, die sich sehr bewusst verhält. Klar, es gibt viele andere, aber es gibt die auch. Aber irgendwie zieht die Politik da nicht ganz mit. Und das ist halt so ein kleiner, klar, wir haben alle eine Eigenverantwortung, aber es hat einen Grund, warum wir einen Staat haben und eine Politik haben. Und vielleicht können die auch diesen Grund wahrnehmen und die gleiche Eigenverantwortung zeigen, die viele junge und auch ältere Menschen heutzutage zeigen. Ja. Vieles ist schon genannt worden, vielleicht noch zwei, drei Aspekte dazu. Also eine fatale Geschichte ist einfach, dass wir im Lebensmittelbereich als Konsumentinnen immer noch sehr preisfixiert sind. Also der niedrige Preis ist ein wichtiges Einkaufssignal. Und das ist umso fataler, als dass das billige Fleisch ja gar nicht, also der Preis dieses billigen Fleisches gar nicht widerspiegelt, das, was er eigentlich sollte, nämlich die realen Produktions- und Umweltkosten, die dahinterstehen. Also die Kosten, die gesellschaftlichen Kosten, die werden an einer anderen Stelle sozusagen noch erhoben und sind nicht sichtbar im Preis, und deshalb ist Bio auch teurer, weil bei Bio diese nachhaltige Produktion eben eingepreist ist. Gibt es Länder, wo Sie sagen, da beneide ich die darum, wie die Konsumenten eingestellt sind, dass sie schon viel mehr darauf achten, als die Deutschen das tun? Ja, also es gibt natürlich Länder, wo entweder das, was für Bio ausgegeben wird, pro Kopf höher ist, wie in der Schweiz beispielsweise, oder Länder, wo der Bioanteil insgesamt viel höher ist, wie Dänemark oder Österreich. Klar, da gibt es natürlich Vorbilder. Aber wenn ich darf, ich wollte gerne den Bogen noch schlagen zu den beiden Statements davor. Ich sehe es eben auch so. Also der Konsument ist der eine, und er hat eine Verantwortung. Also ich kann nicht ein Volksbegehren Bienenschutz unterschreiben und mich dann aber beim Ankaufen anders verhalten. Und trotzdem ist es eben so, dass der Staat und die politisch Verantwortlichen, die gewählt sind, eine Aufgabe haben, die Rahmenbedingungen richtig zu setzen. Und da gibt es in Bezug, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Fleischkonsum, eben zwei Punkte. Das eine ist, dass wir einen ordnungsrechtlichen Rahmen brauchen, der Tierhaltung so definiert, wie wir uns als eine Gesellschaft mit christlichen Grundwerten eine Tierhaltung
ethisch auch vorstellen. Und das ist aktuell nicht der Fall. Also das ist das eine. Wenn ich da kurz zwischenfragen darf, es wird Ihnen wahrscheinlich auch nicht ausreichen, dass Frau Klöppner jetzt gesagt hat, dass sie die Auszahlung der Subventionen an die Großvieheinheiten knüpfen will. Das ist Ihnen wahrscheinlich zu wenig, vermutlich. Nein, das hat viel zu wenig Steuerungsmechanismus, weil es braucht eine klare Definition, was wir erlauben als Tierhaltung und was wir eben nicht erlauben. Und, kann ich da was Konkretes sagen? Wo ist für Sie die Grenze? Wie viele Schweine pro Stall, pro Hektar Fläche? 2 Großvieheinheiten pro Hektar ist die maximale Größe an der Stelle. Genau. Und dann brauchen wir natürlich Mindestflächen für den Stall und für den Auslauf. Und der Ökolandbau macht das ja vor. Er zeigt, wie das geht. Genau, also das sind tatsächlich sozusagen Steuerungs- und Lenkungsmechanismen auch von der politischen Seite notwendig. Und ich schließe das mal mit einem kleinen Beispiel und ich finde es interessant, dass es eigentlich genau das ist, was Sie gerade gesagt haben. Ich bin neulich Taxi gefahren, ich war beim Märkischen Landbrot, einer Bio-Bäckerei hier in Berlin, steige in ein Taxi ein, der Taxifahrer fragt mich, wo ich denn herkomme. Ich sage, ja, Bio-Bäckerei, ja, Bio, was ist das denn? Und dann erkläre ich dem das, ja, das super Brot, gute Qualität und im Übrigen auch auf den Äckern, eben an der Landwirtschaft, ohne Pestizide und so weiter. Und dann sagt er, ja, aber warum muss ich mich als Konsument entscheiden, dass ich jetzt das teurere Brot kaufe? Da fühle ich mich verarscht. Ich werde weiterhin das billigere Brot kaufen. Meine Erwartung an die Politik ist, dass die Politik Rahmenbedingungen setzt, die so sind, dass das Brot, das ich kaufe, in Ordnung ist. Ja, und das ist im Prinzip genau das, was ich aber ist das nicht ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau? Das Wort hat man das Leipzig, wenn vielleicht gehen Sie schon ins Mikro weiter, aber wir wollen quasi bessere Qualität, aber das zum gleichen günstigen Preis, geht das oder ist das Änderungsständig? Naja, also ich sag mal, wenn die Gewinne innerhalb der Wertschöpfungskette gerecht verteilt wären, dann wären wir schon ein gutes Stück weiter, weil im Moment ist es doch so, dass sagen wir mal, die Bäuerinnen und Bauern, Landwirte, Agrarbetriebe, die Profite für Lidl, Aldi und für Tönnies erarbeiten. Also sagen wir, es ist doch deutlich zu erkennen, dass es hier eine deutliche Unwucht gibt. Und ich sag mal, also wenn Sie jetzt mal linken Politikerinnen das Mikrofon geben, müssen Sie natürlich aushalten, dass man über das System redet. Ne? Also ich glaube, dass Systemkritik hier tatsächlich sehr ernsthaft zu führen ist. Und ich bin Fridays for Future sehr dankbar, dass Sie eben nicht nur über das Symptom Klimawandel reden, sondern sagen, dahinter steckt ein System, was schief läuft. Was nämlich auf Kosten von Mensch und Natur funktioniert und über Ausbeutung. Und es ist in der Tat so, dass man nur gucken muss, wer profitiert von diesem System und wer nicht. Dann erklärt sich relativ viel. Und das Politik, das sage ich jetzt mal, die Politik, die muss in der Tat die Schutzfunktion für die Leute herstellen, die das Richtige tun, die im Sinne von Allgemeinwohl wirtschaften. Und das tut sie im Moment nicht. Also wir treiben sie vor uns her, das ist klar. Und wir stellen sie auch regelmäßig, aber wie gesagt, noch nicht so erfolgreich, wie wir es gerne haben wollen. Aber ich möchte noch mal einen Aspekt aufgreifen, der, glaube ich, wichtig ist. Also nicht nur der Spruch, der Supermarkt ist der denkbar schlechteste Ort, ein System zu verändern. Also das ist, glaube ich, relativ wahr. Aber ich habe zum Beispiel ein Beispiel zu Biofleisch. Es gibt einen fast nagelneuen Schlachthof jenseits, also ich komme aus Nordwestbrandenburgs, kurz hinter der Brandenburger Grenze in Bolevik. Der ist seit, glaube ich, 15 Jahren dort gebaut. Er ist seit 15 Jahren nicht am Markt, nicht kriegt keinen Marktzugang. Bioschlachthof mit viel Fördermitteln gebaut. Das heißt also, es geht nicht nur darum, die Erzeugung von Bio zu fördern, sondern auch die Vermarktung und Verarbeitung. Und das hat was damit zu tun, wie sind die Marktzugänge. Und wenn halt nur Aldi und Lidl und die Konzentration der Macht am Markt immer geringer wird, immer weniger Leute bestimmen, was hier passiert und was nicht passiert, und übrigens auch die Politik erpressen, Ferkelkastration, sage ich mal, nur Pückenschreddern und, dann läuft doch was schief mit dem System. Und gegen dieses System müssen wir gemeinsam kämpfen. Aber ich überlasse jetzt den Reifes Herrn Ossenhoff, mit auf die Bühne zu kommen. Das System, die Politik. Vielleicht haben wir jetzt relativ viel über Fleisch gesprochen. Wir wollen ja auch darüber sprechen, wie der Boden mehr Kohlenstoff speichern kann, wie man die Humusqualität verbessern kann. Gibt es da Anregungen, die über das hinausgehen, was die Politik im Moment macht? Eine gute Chance. Ich beschäftige mich seit 51 Jahren mit der Frage, ich weiß nicht, wie weit du gekommen bist, Felix, ich lerne immer noch. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen kann, so geht es. Aber was ich natürlich sehe als Bauer und Politiker, dass wir natürlich eine Politik haben, die natürlich das fördert, was nicht gut aufbauend ist. Bei mir in der Region
ist es viel Gülle und viel Mais. Das schafft keinen Dauerhumus. Da kriege ich keinen stabilen Humus aufgebaut. Ich brauche ein vernünftiges Pflegewasser dazwischen, aber das belohnt mir. Der Markt letztlich Bio, ja, ist es eine Notwendigkeit, aber der Markt belohnt ja kein Pflegewasser. Das ist ja nicht effizient. Ich müsste ja sehen, dass ich Weizen und Mais anbaue. Und das mache ich natürlich nicht als Biobauer. Und von daher ist die Frage, wie kriege ich stabilen Humus hin, ist immer eine Frage. Politik zwingt mich zum Beispiel mein super Kleegras, ich habe jetzt 8 Hektar anstehen, was jetzt ins 6. Jahr geht, was müssen wir tun? Wir pflügen es um. Ist das gut für den Humus? Nein. Ich habe 5 Jahre Humus aufgebaut, die Politik zwingt mich umzubrechen. Ich sehe es sofort wieder ein, ich mache ein Foto, schicke das Foto an die Kontrollstelle, dass ich es umgebrochen habe und sehe wieder Kleegras. Aber der Humus ist kaputt. Also er hat sehr stark gelitten, den ich da geschaffen habe. Das ist die widersinnige Politik, weil sonst würde mein Ackerstatus verloren gehen auf der Grünland, auf dem Pflegers. Da das Pachtland ist, sagt mein Besitzer, pass auf, dass es kein Dauergrünland wird. Also muss es umbauen. So. Das ist das, was mit der wir als Bauern und Bäuerinnen tagtäglich umgehen müssen. Das sind die Widernisse des Alltags, wo man manchmal schier verzweifelt und denkt, was ist das alles für eine bekloppte Politik. Was würden Sie machen, wenn Sie den Job von Frau Klöckner hätten, als Erstes? Ich werde diesen Job nicht kriegen, dafür bin ich, glaube ich, inzwischen zu alt, aber ich bin ja nun, habe ja gesagt, 51 Jahre in der Landwirtschaft, dann weiß man, dass ich schon ein alter Sack bin. Ich werde es nicht mehr erreichen, aber was könnte sie tun? Was könnte Robert Habeck dann tun? Ja, das können wir dann ja mal beklären. Wir müssen genau das in den Fokus unserer Politik stellen. Wie kriegen wir Humus aufgebaut? Wie kriegen wir das belohnt? Wie helfen wir den Bauern und Bäuerinnen dabei, dass sie diesen Weg gehen? Ich wollte auch noch einen Punkt sagen zu eben, weil ich bin einer derjenigen, der verantwortlich ist für die Fleischsteuerdiskussion. Es geht nicht darum, Biofleisch noch teurer zu machen. Es geht darum, 99% der konventionellen Tierhaltung umzubauen. Wir haben heute eine Mehrwertsteuer, die 19% ist. Wir belohnen eine Haltung von Tieren, die wir ablehnen, mit Mehrwertsteuersubvention auf 7%. Darum geht es und nichts anderes. Es geht um die Frage, ist es verantwortlich, dass wir eine Produktion, die wir hier in Saar wahrscheinlich alle ablehnen, weiterhin mit Mehrwertsteuer subventionieren. Darum geht es. Wie wir dann die 1% Biofleisch, ich lebe davon, ich hab Verantwortung für eine Biofleischfirma, mit Verantwortung vorstellen, seit langer Zeit, die ich mal gegründet habe. Wir sind heute 45 Menschen, die dort arbeiten in der Biofleischvermarktung. Und natürlich müssen wir für das 1% Lösung finden, die werden wir finden. Ich sage in meiner Politik, wenn ich 99% gelöst habe, werde ich für die 1% auch einen Weg finden. Gucke mal rüber zu Friedhelm von Mehring, ob über Twitter Fragen sind. Nein, gibt es denn hier aus dem Publikum Fragen, die Ihnen auf den Seele drängen, die Sie loswerden wollen? Oder auch Meinungsbeiträge? Da hinten meldet sich jemand. Wir haben auch. Genau, wenn Sie bitte zu dem Mikro in der Mitte gehen würden. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor, wer Sie sind, damit wir das wissen. Ja, von der Demo, Journalist. Herr Ostendorf, Frau Packmann, können Sie beide sich vorstellen, dass man sowas Perverses wie Sonderangebot auf Schweinefleisch verbietet? Das ist ethisch nicht zu beantworten. Eine relativ einfache Sache. Man muss nur in den Markt eingreifen und sowas für nicht statthaft halten. Selbstverständlich ist das machbar. 70% des Schweinefleisches wird heute über Rabattschlachten vermarktet. Und das ist natürlich nicht, das ist natürlich ethisch nicht vertretbar. Wir machen es anders. Wir gehen über die GWB-Novelle. Wir wollen den Wettbewerb, die Bedingungen des Wettbewerbs wollen wir neu definieren. Und ich glaube, dass wir auf dem Weg erfolgreicher sein werden. Wir sind im Moment in einer Novelle. Es ist auch bekannt, dass wir zusammen mit unseren Wirtschaftspolitikern diese GWB-Novelle, diese ganzen unlauteren Handelspraktiken, dass wir die jetzt in Angriff nehmen. Herr Altmaier hat versprochen, die Novelle auch mit anzugehen, aber er hat genau gesagt, Lebensmittel nehmen wir raus, das werden wir nicht machen. So, also eine Novelle, das, was eigentlich wichtig ist, dieser ganze Wahnsinn, der im Markt herrscht, es geht ja nicht nur um Rabattschlachten, es geht ja um
Auslistungsverhinderungsrabatte, die Kreativität ist ja da ohne Grenzen. Also ich könnte jetzt auch gerade wieder ein nettes Edeka-Beispiel mit Biofleisch erzählen, aber will ich gar nicht, was man da so alles erlebt. Nein, das werde ich jetzt hier nicht tun, aber ich sag mal, jeder weiß, wie es ist, wenn ich mich mit denen einlasse. Die sind ja alle total Bio jetzt und sind total freundlich. Die Realität am Markt ist eine andere. Machen Sie mal mit rastigen Bio-Geschäfte, da wissen die gar nicht, wie ihnen links und rechts die der Sachen um die Ohren fliegen. Aber das sind Erfahrungen, die man sammelt in dem Markt. Wir sind ja hier in einem geschützten Bereich. Ich sag mal, BLW vertritt ja die Guten im Markt. Die sind ja alle ethisch rein und das ist ja alles nett. Ist auch so. Es ist auch so. Aber sobald ich mich bei Lidl, ist ja alles anders, ich bin ja Bioland, ich muss ja jetzt dafür jetzt nichts Falsches sagen, aber alle anderen, wir haben lange Erfahrung mit Rasting Edeka. Ich sage Ihnen, da erlebt man aber Dinge, die man nicht unbedingt jeden Tag erlebt. Gut, die Anekdoten erzählen Sie dann nachher beim Abendessen. Die Frage, die wir hier diskutieren, ist, wie werden Landwirtschaft und Klima irgendwie Freunde oder Dreamteam, wie auch immer. Ich habe das Gefühl, dass wir alle ähnliche Meinungen, eben auch die wir hier auf dem Podium sind, ähnliche Meinungen haben und auch die Politiker, Linke und Grünen, naja, super kontrovers ist es jetzt hier alles nicht. Und ich finde, auch in Zukunft sollten wir schauen, also kam zweimal von Ihnen der Vorschlag, wir sollten mehr auf die Straße gehen. Ich habe langsam keinen Bock mehr auf die Straße zu gehen. Wäre irgendwie gut, wenn wir unser Gedankengut auch den Leuten, die nicht so denken wie wir, näher bringen und auf solche Podien vielleicht einfach schauen auch, dass wir Wirtschaft und, ne, kennt die anderen politischen Akteure auch, einladen und dann wirklich zu Lösungen kommen. Weil so haben wir jetzt eine Stunde über wie geredet, über Vorschläge, die wir alle gut finden. Eine Bewertung. Frau Rapior, Herr Stephan, Sie müssen jetzt gerade auf die Straße gehen. Die Landwirtschaft ist in einer Aufruhrbewegung. Wir werden erleben, dass es uns noch einiges abverlangen wird, unseren Anliegen Gehör zu verschaffen. Am 26. wird es hier eine massive Demonstration geben. Und wenn mich nicht alles täuscht, wird die nächste Demonstration während der Grünen Woche sein. Und da könnte es sein, dass wir auch auf der Straße sind und da muss uns noch was zu einfallen, was wir da machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Schlepperkarawanen nicht alle unter dem Motto, wir haben es satt fahren werden. Also es wird auf der Straße ganz viel in nächster Zeit ausgefochten, davon bin ich fest überzeugt. Ja, kürzlich die Demonstrationen in Bonn und in anderen großen Städten ja schon einen Vorgeschmack drauf gegeben. Da wir so ein bisschen zum Ende der Zeit kommen, noch kurz die Frage ins Publikum. Gibt es noch, drängt es jemanden? Ja. Wenn Sie auch, naja, wohl, ich glaube, Sie sind laut genug, oder? Ja. Also mein Name ist Georg Forster, ich bin Öko-Winzer seit 25 Jahren und ich habe mir auch schon viel Gedanken gemacht, wie können wir die Landwirte, also der Punkt wird sein, wie können wir die Landwirte abholen an dem Thema? Ich war vor kurzem auf einer Versammlung, da hat der Vertreter vom Bauernverband nach drei Sätzen gesagt, die wollen uns kaputt machen. Dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, ja, vielleicht muss man mal drüber nachdenken, was man selbst macht, so im Allgemeinen. Ja. Habe das an der Gülle-Handling versucht darzustellen. Da ist keiner im Rahmen aufgestanden und hat gesagt, ja, du hast recht, sondern da haben alle auf mich auch eingeprügelt. Also das Bewusstsein ist überhaupt nicht da. Und ich denke, dass man muss da psychologisch rangehen letztendlich, weil die Bauern haben in der Schule gelernt, wie sie arbeiten sollen, ja, haben gelernt, in Pflanzenschutzmittel und in Dünger zu denken, aber nicht gelernt, wie kann ich Boden aufbauen, wie kann ich dem Boden Gutes tun. Und man müsste überlegen, wo wir die Land wieder abhöhlen können und müsste da ansetzen. Ja. Also mehr Klimaschutzbildung schon ja, in der Schule und nicht nur für bestimmte Berufsgruppen, sondern für alle. Frau Tackmann, ja. Ja, sehr gerne. Naja, und wenn ich die Landwirte anschaue, die Bio machen, die Demeter machen, mich vor allen Dingen die Landwirte anschaue, die umstellen, dann stellt sich bei denen allen ja eine große Befriedigung ein, weil sie was Sinnvolles machen, weil sie ethisch korrekt handeln, weil sie Freude an ihrer Arbeit haben, weil sie tolle Produkte machen. Also die sind alle zutiefst befriedigt von dem, was sie machen. Und diese Begeisterung, die muss überschwappen. Wir brauchen ja mehr Biobauern und dafür brauchen wir die konventionellen. Und gleichzeitig ist es so, dass alle auch ein Stück weit mit dem Rücken
zur Wand stehen. Sie arbeiten alle weit mehr als 40 Stunden, mehr als das Doppelte. Sie kriegen alle Mindestlohn und keinen Euro mehr, wenn es reicht. Und das ist auf der anderen Seite eben überhaupt keine schöne Situation, um Landwirtschaft zu betreiben. Und da kommen wir wieder zu der Verantwortung, die wir über die Wertschöpfungskette haben, um gute Preise eben realisieren zu können. Und wir kommen vor allen Dingen auch zu den Rahmenbedingungen. Und die Rahmenbedingungen sind zurzeit schlecht und wir brauchen steuernde Elemente, die eben beides vereinen, nämlich dass Landwirtschaft umweltgerecht betrieben wird und dass es sich für den Bauern lohnt. Und das Thema, Friedrich, das du gerade angesprochen hast mit dem Kleeglas, das zeigt ja sozusagen das ganze Dilemma. Ja? Das ist das, weil was ist das Kleeglas? Wir kriegen über das Kleeglas umsonst den Stickstoff rein. Und Humus. Und Humus. Und wenn das zu einem Bestandteil wird, der auch bezahlt wird, dann haben wir im Prinzip ein gesundes System. Wenn wir ein System haben, das den Einsatz von mineralischen Dünger erlaubt, dann kaufen wir uns damit die ganzen Probleme ein. Also, was braucht es? Flächen und Medianen, habe ich schon gesagt. Wir brauchen eine Besteuerung von Stickstoffüberschuss und wir brauchen eine Qualifizierung der Zahlungen, die über die allgemeine Agrarpolitik bezahlt werden. Also das heißt, es darf nur noch Gelder geben für Landwirte, die eine Landwirtschaft machen, die eben den ökologischen Prinzipien entspricht. Und nicht nur finanzielle Anreize, sondern auch Ordnungsrecht mit klaren Vorgaben. Das habe ich dann auch noch gesagt, zum Bereich Tierhaltung braucht man da auch noch weitere Programme. Wir sind eigentlich schon über der Zeit, aber Frau Benning juckt es schon die ganze Zeit, von daher darf sie auch noch. Ja, vielen Dank. Ich meine, wenn der Dünger aus der Luft kommt, durch Leguminosen, die Stickstoffe aus der Luft binden können, statt aus dem Düngersack, dann gibt es auch Leute, die Nachteile haben von der Agrarwende, die Düngerindustrie. Wenn wir die Tiere halbieren, sind die Haken in den Schlachthöfen. Tiere selbst nicht. Wenn wir, die Tiere nicht, aber die Tierzahlen halbieren, dann haben wir leere Schlachthofhaken. Wenn wir die Milcherzeugung wieder auf ein Maß senken, dass die Kuh nicht dauerhaft gequält wird, sind die Molkereien mit einem geringeren Rohstoffaufkommen herausgefordert. Und vor allen Dingen, wenn wir mehr Ökolandbau machen, gibt die Chemieindustrie in Deutschland hektarweise verkaufsfähige Fläche auf. Also quasi Biobauern kaufen nicht bei der deutschen Chemieindustrie ein. Das sind ja auch Hintergründe, weshalb wir politisch bleiben müssen und den Druck auf der Straße hochhalten müssen. Denn diese Industrien haben zu dieser jetzt herrschenden Regierung offensichtlich einen hervorragenden Draht. Denn obschon in der Bevölkerung ganz klar der Ruf nach der Wende da ist, passiert er nicht, sondern er wird verzögert, er wird mit Kommunikation zugekleistert und es passiert zu wenig auf den Flächen. Und es sind auch die gleichen Unternehmen, die in den landwirtschaftlichen Fachzeitschriften die größten Anzeigen starten und die Bauernversammlungen und nicht nur das, sondern auch Kreditanreize für neue Ställe ganz konkret anbieten. Und deshalb sind Mechanismen im Moment da, gegen die wir politisch angehen müssen. Deshalb bleiben Sie politisch, kommen Sie am 18.01. zur Demo nach Berlin. Abschlussfrage. Würde ich gerne an den Boden richten, mit dem das alles ja angefangen hat. Wenn der Boden jetzt im Amt von Frau Klöckner wäre, was würde er als erstes tun? Welche Maßnahmen würde ihm am besten tun? Ja, das ist eine schwierige Frage an den Boden, weil der Boden ist ja einfach, der tut ja nichts. Und genau. Und auch als klar, es gibt jetzt ganz konkrete Handlungsspielräume, aber das schließt sich wieder der Kreis, da sind wir am Anfang, es wurde schon alles gesagt. Es gibt Experten, die sich verdammt gut damit auskennen, die konkrete Lösungen erarbeiten und die auch da Vorschläge machen. Aber was Konkretes? Also was würde... Genau, und da bin ich, sage ich jetzt echt der Falsche jetzt. Deswegen, und das ist genau die Sache. Deswegen, ich kann dir keinen konkreten Lösungsvorschlag geben, weil dafür haben wir hier Experten sitzen, dafür gibt es ganz viele andere Experten. Es ist aber ganz eindeutig, dass wir einfach mal ins Handeln kommen müssen. Und ich glaube, das ist einfach die Sache, dass man die Vorschläge, die man bekommt, das ganze Wissen, das man hat, jetzt einfach mal anfängt umzusetzen und dann mit der Bevölkerung mitzieht und nicht sich halt ja, durch Lobbyinteressen da anderweitig entscheidet. Nochmal der Blick ins Publikum. Stehen Sie gerne kurz auf und stellen sich kurz vor. Ja. Guten Tag, mein Name ist Nils Plambeck, ich komme vom Umweltbundesamt. Genau, dann vielleicht noch ans Mikro gehen, bitte. Also nochmal laut. Nils Plambeck, Umweltbundesamt.
schwierig, nach so einem flammenden politischen Appell auf die Demo zu kommen, an den kritischen Aspekt zu arbeiten. Ja, Entschuldigung. In die Knie. Ist das von Freddie Mercury? Jetzt bin ich aber gespannt. Also, Nils Plambeck, Umweltbundesamt. Ich hoffe, das ist auch okay. Einen kritischen Aspekt. Ich muss gestehen, dass ich positiv überrascht war, dass der BUND Fridays for Future angeht und die Klimadiskussion führt. Denn nach meiner Wahrnehmung sind die Treibhausgasemissionen nicht gerade der Umweltbereich, in dem die Sachlage so ganz eindeutig ist. Nicht so sehr, was die landwirtschaftliche Fläche anbelangt, also die Treibhausgasemissionen oder die Kohlenstoffbindung pro Einheit landwirtschaftlicher Fläche, sondern die CO2-Emissionen pro Produkteinheit. Einfach deshalb, weil im Ökolandbau nach wie vor niedrigere Erträge erzielt werden. Deshalb ist in vielen Ökobilanzen gar nicht so eindeutig, ob ökologische Produkte und insbesondere tierische Produkte klimavorzüglicher sind als der Ökolandbau. Und das ist nach meiner Wahrnehmung die zentrale Herausforderung für den ökologischen Landbau, diese Diskussion zu führen und für diesen sehr kritischen Aspekt Antworten zu finden. Und das würde mich interessieren aus der Praxis der ökologischen Landwirtschaft, wie dieser Aspekt betrachtet wird. Also was sind die Antworten an jene Kritiker, die sagen, die Erträge müssen tatsächlich hoch im ökologischen Landbau, damit tatsächlich auch ökologisch erzeugte Produkte klimavorzüglicher sind als konventionell. Ja, aber das ist ein sehr großes Fass, was wir jetzt, wo wir eigentlich schon über die Zeit sind, aufmachen. Vielleicht möchte Herr Gerber kurz drauf eingehen und dann spielen Sie. Das war mir der Wissenschaftler gegeben, dann ist es deutlich, wenn ich so nicht hatte. Okay. Naja gut, also die Frage ist halt, welche Grenzen haben diese Untersuchungen? Ist es eine gesamtsystemische Betrachtung oder nicht? Und da gibt es dann eben Ergebnisse, die so sind und die so sind, je nachdem, wo man die Grenzen zieht. Ich denke, die Ergebnisse, die wir insgesamt haben, also eben auch zur Nachhaltigkeit der Systeme, also das heißt, dass eben der Humus erhalten wird, dass wir energieeffizient sind, ein Aspekt, der noch eine große Rolle spielt, sind die Pestizide. Das ist klar, dass wir dann tatsächlich besser abschneiden. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch Optimierungsbedarf gibt, dass man nicht noch besser werden kann. Da gibt es einige offene Flanken. Da könnte ich jetzt Beispiele nennen, wie Gülle-Lagerung oder Ähnliches, wo wir erheblich besser werden können und das System weiter optimieren. Und das wäre eine Herausforderung. Das macht uns aus, das hat uns die letzten Jahre ausgemacht, dass wir die Themen immer aufgegriffen haben, dass wir uns damit beschäftigt haben und die weiterentwickelt haben. Wir sind nicht die perfekte Lösung, sondern wir sind die, die an der Spitze derer marschieren, die an der perfekten Lösung arbeiten. Das ist ein Entwicklungspfad. Ja, danke für diese engagierte Runde. Darf ich noch mal ganz kurz, weil das die Frage. Die wirklich wichtig ist, wie bringen wir Landwirtschaft und Klima wirklich zum Dream Team? Und da ist tatsächlich aus meiner Sicht zwei Strategien. Das erste, wir müssen klar machen, wenn dieses System so weiter bestehen bleibt, wird es auch die Ökos fressen. Also der Kapitalismus ist halt aus meiner Sicht eigentlich das Grundproblem. Das müssen wir ernsthaft benennen, weil einige denken, sie können so weiter. Das sind aber das ganze Ende auch noch. Ja. Ich habe ja zwei Anmerkungen, nur einen noch Herdentrieb, weil vorhin mein Boden war der Herdentrieb ja genannt. Ne? Also ich glaube, dass man auch hier strategisch rangeht, vereinzelt. Ne? Also Tierärzte, wenn die einzeln behandeln, müssen sie auch vereinzeln. Das heißt, in die Betriebe gehen, mit den Leuten reden, tatsächlich in Dialog treten und nicht immer auf der offenen Bühne nur miteinander reden, sondern einzeln und dann überzeugen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte. Danke.